Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part, Pokémon Platin. Wir sind hier immer noch auf Route 203 oder was war das? Ist ja auch egal. Wir wollten jetzt auf jeden Fall in Richtung... Ist ein Pokéball, den möchte ich haben. Wir wollen auf jeden Fall nach, wie ist die olle Stadt? Nach, Erzeling, genau. Ich habe im letzten Part zwar gesagt, ja, okay, schön. Dass ich gerne ein Pokémon hier fangen würde. Ich habe jetzt auch nachgeguckt, wo es das gibt. Allerdings war das wohl nur ein Bloody Platin da. Und ist normalerweise, naja, kann man irgendwo anders fangen. Ich möchte gar nicht so genau sagen, welches das genau ist. Wenn es euch wirklich interessiert, dann schaut mal in mein ehemaliges Bloody Platin Trio, whatever. Und was ich hier gefangen habe, was auch immer. Mein Shinux ist immer in meiner Nähe. Wir haben eine enge Bindung. Shinux, das ist auch geil. Also, just saying. Also, Shinux finde ich echt cool. Okay, komme ich jetzt, das weiß ich gar nicht, wie ich da rankomme. Das könnte ich gleich nachgucken, weil Shinux fände ich auch interessant. Ist, glaube ich, auch Typ Unlicht, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall Typ Elektro, meine ich. Ja, nicht sicher, ne? Total verplant und so. Yay! Warum nicht? Das wäre cool, so ein Shinux. Tipptopp. Fände ich toll. Gucken wir gleich mal nach. Ich meine, der ist ja jetzt im Pokédex und von daher können wir nachgucken, wo es das gibt. Yay, Shinux. Level up? Ja, tipptopp, ne? Level 12. Das bringt uns zwar nicht zu Erzeling, allerdings könnten wir es ja schon mal ein bisschen trainieren oder so. So traurig, so whatever. Das ist mir jetzt leider nicht egal. Ich hätte es gerne vorgelesen, aber da war ich wohl nicht schnell genug. So, Pokédex, jetzt müssen wir mal kurz gucken, da nehme ich mir jetzt mal kurz die Zeit. Shinux, da. So, da muss ich jetzt wahrscheinlich, warte mal, GEB. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also ich zeige jetzt einfach mal kurz mit der Maus rauf. Man kann nicht auch die Zeit ändern, oder was? Das ist wohl scheißegal. Das gibt es da wohl immer. Nacht, Tag, Morgen. Gibt es nicht normalerweise noch abends oder sowas? Naja, offensichtlich nicht. Und wenn ich so runter... Okay. Egal, das gibt es hier wohl überall. Ich glaube, ich bin jetzt auf dieser Route. Aber ich schaue jetzt gleich einmal nach, weil ich bin mir gerade echt nicht sicher. Hoffen wir mal, dass wir uns das jetzt gut merken können. Beutel ist dann hier die Karte. Doch, ja, doch, das gibt's hier. Das möchte ich haben. Das fände ich echt cool. Muss halt ein bisschen mal dazukommen. Werden wir uns das... Ach, hey, schau mal. Da haben wir es doch schon gleich. Wie gesagt, das gehört jetzt halt ein bisschen dazu. Ich spiele es eigentlich so gesehen, spiele ich die vierte Generation, das pure vierte Generation spiele ich blind. Nur mal um es zu erwähnen. Also ich habe die noch nie wirklich großartig irgendwo gespielt. Soll ich jetzt nochmal einen Pfund machen? Ich weiß es nicht. Nee, komm. Ich werfe erstmal einen Pokéball und wenn es dann nicht reicht, dann... Ne? Kann ich ja noch weiter schwächen. So, komm hinne. Sehr schön. 1, 2, 3. Schön. Sehr schön. Oh, was könnte man Shinux für einen Namen geben? Für Shinux wurde ein Eintrag eingelegt. Es erzeugt Elektrizität durch das Strecken und Langziehen seiner Muskeln. Bei Bedrohung glüht es. So, ein Namen für Shinux, auf jeden Fall. Für Shinux, da fällt mir jetzt spontan kein Name ein. Aber ich würde sagen, wir machen das mal wieder so, wie ich das früher gerne gemacht habe. Das war da irgendwelche Abonnenten oder was mal vielleicht wieder nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wer fällt mir letzter Zeit sehr viel auf, also... Ich weiß es gar nicht, wie jetzt in den aktuellen Platin-Parts ist und so. Keine Ahnung, wer auf jeden Fall schon lange dabei ist und den ich jetzt hier mal eindeutig hier irgendwie, keine Ahnung, erwähnen will.
Der weiß auch, dass ich ihn irgendwie beachte, weil den habe ich schon öfter mal irgendwo erwähnt. Das ist der gute Silver und so heißt jetzt auch das liebe Shinooks. Ich mach das jetzt so. Ist es das männlich? Ich weiß gar nicht, ob das ein Kerl ist oder nicht. Ja, okay, Silver, ich habe keine Ahnung, ob du ein Kerl bist oder nicht. Jetzt bist du ein Mädchen. Hey, nein, du weißt, wie ich das meine. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich will dich jetzt nicht beleidigen oder so, ne? Gut, hätten wir das hoffentlich geklärt. Und können jetzt weiter zum nächsten Trainer. Bevor ich den Leiter der Pokémon Arena herausfordere, werde ich meine Fähigkeiten an dir testen. Das finde ich jetzt gar nicht toll, du. So, überhaupt nicht. Macholo, oh mein Gott, ja, da wirst du gute Chancen haben bei der Arena, aber das kümmert mich jetzt wenig. Weiß nicht, Blubber ist nicht sehr effektiv, aber andererseits, hey, passt schon. Weiß nicht, ich weiß nicht, im Moment ist Plinfer, glaube ich, noch nur Typ Wasser, oder? Ich weiß ja, dass es in den späteren Entwicklungen, meine ich, noch Typ Eisen dazu bekommt. Es bekommt auf jeden Fall Eisenattacken, das weiß ich definitiv. Dementsprechend gehe ich davon auch aus, dass es, ja, Typ Eisen wird. Aber naja, Macholo besiegt auf jeden Fall, das ist gut. Ich würde jetzt eigentlich gerne heilen einmal kurz. Ich glaube, das mache ich an der Stelle auch einmal kurz. Danke. Hallo, Shinooks. Oh, du bist so knuffig. Ich mag dich voll, Mann. Voll cool bist du, ja? Sehr schön. Sehr schön entkommen und ja gut, da hatten zwei Teammitglieder hätten wir. Einmal Wasser und Stahl, was an sich ein nettes Matchup ist, finde ich. Und einmal Typ wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Type Dark wäre es auf Englisch, aber ich weiß jetzt gar nicht, was der richtige Begriff auf Deutsch wäre. Weiß gar nicht. Im Moment ist es, glaube ich, noch... Schauen wir einfach mal nach. Komm, Leute, wir schauen einfach kurz nach. Wir haben Zeit. Was bist du? Bericht. Du bist ein Mädchen. Okay, es ist Typ Elektro und du bist auch nur Typ Wasser aktuell. Okay, weil ich glaube, ich will dich einmal kurz nach vorne packen. Yep. So hätte ich das gerne. Dann wirst du auf jeden Fall ein bisschen dabei schon mal gelevelt. Hoffe ich auf jeden Fall, weil ein Erzling wirst du nicht gelevelt. Das steht schon mal fest. So, okay. Ja, mein Gott. Dich hatte ich jetzt schon und dich muss ich noch. Willst du nicht kämpfen? Doch, du willst kämpfen, aber irgendwie ziemlich spät erst. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Oh mein Gott, was ist da denn los? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Ja, und du hast 4 Pokémon. What the fuck? Okay, ja, aber Level 4, das kriegen wir irgendwie hin. Hoffe ich auf jeden Fall. Setz auch nur Tackle ein. Das ist, würde ich sagen, ziemlich gleich so, oder? Also, ich würde es jetzt auf jeden Fall schätzen, dass es ungefähr gleich der Schaden ist. Jetzt doof für Shinooks, weil dann ist es gleich, sobald der Danke erkrittet. Ja! Du bist Level 4, verdammt! Level 4! Hallo? Na, super! Ach ja, herrlich. Was mache ich jetzt? Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal diese Tante erledigen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Oh, das ist ja ärgerlich. Der krittet rein, dieses Arschloch, Mann. Das ist echt fies, hallo? Ah, Blubber. Toll, das bringt nicht viel. Nee, das hätte ich mir denken können, dass das nichts bringt. Aber so weit denke ich natürlich nicht. Nein, ich doch nicht. Warum sollte ich denn? So, Pfund. Bringt so überhaupt nichts. Knospi sollte ich aufpassen, weil das ist ja auch Typ Pflanze. Das war ja dieses komische... Da wusste ich, Badiou hieß es, glaube ich, auf Englisch. Und das hat mich in Flora Sky manchmal so ziemlich auch durcheinander gebracht. Mann, das ist schade, weil das diese Trainerin, die wäre jetzt echt gutes Training für Shinooks gewesen. Aber dieser Crit, der hat echt reingehauen. Ärgerlich, ganz ärgerlich, muss ich sagen. Kann ich jetzt leider nichts mehr machen, eigentlich. Ach ja,
So, Level 13. Das ist an sich ganz nett, aber das bringt mir herzlich wenig. Nee, nee. Überhaupt nichts eigentlich. Ein Abra. Ja, das bringt wahrscheinlich gar nichts, oder? Du hast wahrscheinlich nur Teleporter und das bringt dir herzlich wenig. Nö, schlug fehl, sag ich ja. So. Okay. Ein paar IP. Gut, huch, du bist schon fertig? Ja. Gut, Kampf will ich jetzt... Ah, ne, okay, du bist bestimmt eine Trainerin, du willst bestimmt kämpfen. Ich würde kurz sagen, ich gehe einmal kurz heilen, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mit diesem... Ich möchte das Shinux gerne vorher heilen. Und ein bisschen trainieren. Und deswegen würde ich sagen, pausiere ich hier kurz den Part. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da geht's wieder weiter bei Pokémon Platin. Ich bin hier wieder an derselben Stelle wie gerade eben. Renne rein und gleich ein Kampf, okay. Warum nicht? Noch ein Shinux. Oh mein Gott, ich finde es so knuffig. Bedroher. Ja, das deutet eindeutig schon mal auf einen Dark-Type hin. Just saying, weil das Pfiffchen, Shinux, ja, das, die hatten alle irgendwie Bedroher. Ich meine, Dings hat auch Bedroher. Du willst auch kämpfen, dachte ich mir doch. Egal. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzling-Arena. Was? Du hast einen Orden? Und ich nicht? Und ich musste jetzt besiegen? Und du hast einen Pokémon? Das ist ein Anton. Aber dafür ist es ziemlich schwach, dafür, dass es... Und so, ne? Werde ich auf jeden Fall aber wechseln. Das hat nicht viel Sinn. Da jetzt mit Shinux reinzugehen für mich, also... Klar, ich habe eine gewisse Effektivität gegen das Anton, aber das Ding ist immer noch so Level 8 und das ist so ungefähr immer noch das Doppelte von Level 4, solltet ihr irgendwie in Mathe aufgepasst haben, ne? Weißt du, so 8 durch 2 oder... Ja? Da sind wir bei 4. Scheiße, wa? So, egal. Anton besiegt, kein Ding natürlich für uns. Level 5. Woo! Geil! Silberblick. Brauche ich nicht. Okay. Oh, ich habe verloren. La la la, du bist doch kein bisschen verpeilt oder so. Nein, wie kommst du da drauf? So, X-Abwehr. Ah, und da hinten, da gibt es noch ein Item. Oh Gott, die Riese ist ja wiesig, genau. Es ist ein ganz normaler deutscher Satz, so wie ihn Leon öfter benutzt. Ja. Die Riese ist wiesig, genau. Way. Mein Hirn befindet sich irgendwo, keine Ahnung. Zumindest nicht hier. Darum geht's jetzt erstmal. Ein Abra, wie cool. Ein Abra, das ist immer eine ganz coole Sache. Das mag ich eigentlich echt gerne, aber das kriegt man ja nie gefangen. Das ist das kleine Problem bei der ganzen Sache. Seht ihr hier auf dem Wasser dasselbe wie ich? Ich sehe hier so Striche. Ich zeige es euch nochmal kurz mit der Maus. Hier so da, da, da. Also ich weiß nicht, was hier los ist teilweise mit meiner ROM. Die ist teilweise, habe ich das Gefühl, echt verbuggt und alles. Ich kann da jetzt auch schlecht was dran ändern. Und da ist irgendwas runtergefallen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich wie immer irgendwie meine Füße irgendwie mal immer auf meine Schulsachen packe. Nee, okay, diesmal ist es irgendein dämlicher Zettel vom ADAC. Sehr schön. Just saying. Das interessiert total viele, wovon der Zettel ist, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Jetzt in den... Ah, wie hieß der Berg? Hallo Berg. Wie heißt du? Erzlingentor. Genau das war's. Willst du kämpfen? Oh, ein Nigelnager neuer Poketch. Und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. VM6. Das ist, glaube ich, der Trümmerer. Ja, die versteckte Maschine, oder kurz VM, enthält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das die Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzling.
Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Okay, das ist schade natürlich. Da oben geht es dann nämlich schon mit dem Zertrümmerer nur weiter. Hallo Zubat, du bist doof. Ich bin gerade am überlegen, gab es hier auch schon Roggenroller? Tut jetzt nichts zur Sache, aber war mal nur so eine Frage. Könnte es, oder? Es gibt auf jeden Fall Anton hier, das brauche ich gerade gar nicht. Bringt mir so überhaupt nichts. Shinux, ich mag dich. Ich mag dich ganz gerne. Tadam. Hallo. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Schön, wa? Ja, total. Okay. Den Trainer mache ich eben noch fertig. Ein Staralili. Ich bin mal mutig. Ruckzuck, ach du Scheiße. Ja, das geht aber. Das geht aber. Mit Flug kann er mir eigentlich nicht sehr viel. Bloß dieses Ruckzuck, das ist ziemlich... What the fuck? Okay, ich glaube, das hat nicht viel Sinn. Da wechseln wir mal lieber wieder auf mein Pingu. Yay, Pingu, ab in den Kampf. Way. Ja, kannst du eigentlich was anderes? Oder kannst du nur deinen dämlichen Ruckzuckhieb? Nur mal so als Frage. Wahrscheinlich nicht. Oh, er kann Tackle! Unglaublich! Das ist ja so hier die neue Sache und bla, ne? Also das ist ja unglaublich hier. Boah. Krass. Level 6 für Shinux. Der setzt auch Shinux ein. Nein, da bleibe ich erstmal drin. Sehr schön. Und setze nochmal Blubber ein. Really beautiful. Ja. My English is very well. Heutzutage. Zumindest. Ne? So, okay. Zu schlecht trainiert. Ja, so sieht's aus. Lappen. Okay, an dieser Stelle würde ich aber sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Na toll, ich muss auch unbedingt diese drei Schritte erstmal gehen. Ne? Na danke, Leon, du Leuchte. Strahle vor Intelligenz. Seht es schon, ne? Ja, total. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Platin. Bis dahin. Tschüss.